Heute geht es mal wieder um eine Smartwatch, um eine ja, tolle Smartwatch für jeden Sportler, perfekt geeignet, denn diese Uhr kann wirklich so viel. Und zwar, ihr habt unzählige Ziffernblätter, sie ist IP68 wasserdicht, ihr könnt verschiedene Sportarten einstellen. Schlafüberwachung, Sitzerinnerung, Trinkerinnerung, Herzfrequenzmessung, Schrittzähler und. Und wenn du auf der Suche nach einer Smartwatch bist und ja, du sagst, das ist was für dich, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro gibt es mehr dazu. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Sosch Vinzenz und heute geht es um diese Smartwatch SML 15A, ist das Modell aus dem Simol Store. Eine Military Smartwatch mit 1,96 Zoll Display. Es ist ein AMOLED-Display. Die Uhr hat einen Schlafmonitor, ist IP65 wasserdicht, hat eine extra lange Batterielaufzeit mit iOS. Ich habe dir die Uhr unten mal verlinkt. Klicke einfach rein, hol dir nähere Details. Schau, was andere Käufer dazu sagen, lest dir die Rezensionen durch. Aber ich würde sagen, wir packen sie mal aus, schauen mal, was alles enthalten ist und testen diese natürlich an. Ab geht's. So, und wir packen die Uhr mal aus und schauen hier, was hier alles enthalten ist. Wir haben eine Bedienungsanleitung, ja in verschiedenen Sprachen, darunter auch in Deutsch, Benutzerhandbuch, in der alles detailliert erklärt wird. Wir haben hier die internationale Garantiekarte sowie ein Reinigungsset, also ein Reinigungstuch sowie ein Reinigungspad, um die Uhr bei Bedarf zu reinigen. Ansonsten haben wir hier ein Kautschukarmband enthalten. Ich glaube, dass es Kautschuk ist, also es ist eine Art Gummi, also eine Kautschukart. Wir haben ein Ladegerät, welches wie immer bei der Firma magnetisch funktioniert. Also das finde ich natürlich ganz praktisch, dass das einfach auf die Uhr magnetisch angeschlossen wird mit USB-A-Anschluss. Und wir haben ein Lederarmband enthalten. Also bei dieser Uhr kein Metallarmband, sondern ein Lederarmband. Es handelt sich anscheinend hier um Kunstleder, denn es ist hier kein Lederzeichen enthalten. Es riecht aber stark nach Leder, von daher könnte es auch echtes Leder sein und man hat es einfach nur nicht graviert. Ja, dann haben wir die Uhr. Diese sieht so aus. Haben natürlich die Display-Schutzfolie vorne und eine Display-Schutzfolie hinten, wo wir die Messpunkte haben, um den Puls, Herzschlag und so weiter zu messen. Und hier könnt ihr sehen, hier wird die Uhr geladen mit dem entsprechenden Ladekabel. Also das wird hier einfach nur aufgesetzt. Ihr seht, das ist magnetisch und hält hier. Das ist natürlich sehr praktisch. Gefällt mir bei den Uhren dieser Firma absolut gut. Wir schalten sie mal kurz an. Ja, und können hier dann schon mal gleich einstellen, in welcher Sprache, dass wir das gerne möchten. Bei uns ist das ja Deutsch und haben dann den Hinweis, dass wir hier den QR-Code abscannen sollen, um die Uhr dann mit unserem Smartphone zu verbinden. Ich würde sagen, ich baue sie mal zusammen und dann zeige ich euch, wie die Verbindung stattfindet und werde euch dann die Uhr mit ihren Funktionen noch mal etwas näher vorstellen. Ja, über den QR-Scanner von eurem Smartphone könnt ihr ganz einfach die App herunterladen.
Und hier habt ihr die App, also es ist die Fit Cloud Pro. Und dann geht ihr einfach auf Öffnen und auf Zustimmen. So, jetzt müsst ihr euch hier einloggen mit eurer Handynummer und einem Passwort oder einer E-Mail-Adresse. Ihr wählt die entsprechende Uhr aus, also in diesem Fall die C26 Pro, und geht dann auf Verbinden. Auf der Uhr werdet ihr dann gefragt, ob ihr der Verbindung zustimmen wollt. Das bestätigt ihr mit dem Häkchen und schon ist die Verbindung hergestellt. Also ihr seht, das Ganze geht ganz einfach. Jetzt wird euer Handy noch gefragt und ihr klickt einfach auf Koppeln und eure Uhr ist mit dem Smartphone verbunden. Ja, jetzt könnt ihr natürlich noch, ob ihr die Kontakte und so weiter, Bluetooth zustimmen oder nicht zustimmen. Das müsst ihr wissen, ob ihr damit telefonieren wollt und so weiter. Also die ganzen Einstellungen könnt ihr dann natürlich in der App vornehmen. Und wir können auf den Hauptbildschirm gehen. Also das hat sich natürlich jetzt gleich alles mit dem Smartwatch verbunden und hat die Uhrzeit abgenommen. Ihr seht hier auch die Temperatur und so weiter. Also es misst hier alles. Ihr könnt dann hier die ganzen Daten ablesen, könnt hier durchscrollen, könnt hier auf Plus gehen, na, und könnt hier zum Beispiel weitere Apps hinzufügen. Wenn wir nach oben scrollen, haben wir dann die Akkustandsanzeige, das Datum. Wir können hier telefonieren. Wenn wir nach unten scrollen, haben wir unsere Nachrichten. Und wenn wir rüber scrollen, haben wir dann weitere Daten. Ansonsten können wir natürlich in der App hier den Schlafmodus verfolgen, die Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoff im Blut und so weiter. Also da gibt es etliche Möglichkeiten. In der App haben wir des Weiteren eine Sitzerinnerung, welche ihr aktivieren könnt. Wir haben einen Wecker, wir haben eine Trinkerinnerung, wir haben die Bibliothek für unser Zifferblatt. Also wir können hier aus verschiedenen Ziffernblättern auswählen. Seht mal, was hier zum Beispiel alles möglich ist. Also das ist alles lauter verschiedene Ziffernblätter, welche wir wählen können, um unsere Uhr ein bisschen anders zu gestalten. Ja, wir können hier einfach ein weiteres Ziffernblatt auswählen, welches wir möchten, und können dieses dann auf unsere Uhr laden. Ja, und wie ihr seht, innerhalb von Sekunden haben wir dieses Ziffernblatt dann auf unserer Uhr, so wie wir es gewünscht haben. Ja, dann könnt ihr natürlich Display lesen im Handumdrehen einstellen, häufigere Herzfrequenzmessung, ganztägige Gesundheitsmessung oder Achtung, Smartphone finden. Also wenn euer Smartphone verloren ist, könnt ihr dieses natürlich finden über die Uhr. Wir haben die Tragehand, linke Hand oder rechte Hand, Stundenstil, häufige Kontakte, Schütteln zum Fotografieren und. Also ihr seht, wir haben hier wirklich alle möglichen Funktionen, die wir mit unserer Uhr bewältigen können. Also ein toller Begleiter für den Alltag. Wenn die Uhr aus ist und ihr dreht sie kurz, wird diese aktiviert. Als nächstes habt ihr hier eure Daten, dann habt ihr eure Herzfrequenzmessung, dann habt ihr den Schlaf, ist bei mir natürlich noch leer, weil ich seitdem nicht geschlafen habe. Wir haben hier die Temperatur, wir haben hier unseren Musikplayer und hier können wir etwas weiteres hinzufügen. Und wir wählen mal zum Hinzufügen den Sportmodi aus. Und sobald wir diesen ausgewählt haben, befindet er sich hier auch bei uns in der Liste. Und nun können wir uns raussuchen, welche Sportaktivität wir derzeit machen und können diese einfach anklicken, zum Beispiel Laufen.
So, und wir können loslegen, können jetzt laufen. Also ich simuliere das jetzt einfach mal, indem ich laufe. Und wenn wir fertig sind, drücken wir hier einfach auf Ende. Und das Gleiche können wir natürlich auch mit Nordic Walking, Fahrradfahren und so weiter machen. Ja, oder zum Starten drücken wir hier einfach auf die Sportfunktion und schon geht der Counter los. 3, 2, 1, go. Und wir können losfahren, loslaufen oder das, was wir gerade machen möchten. Die Uhr hat einen 128 MB großen Speicher und Bluetooth 5.2. Sie unterstützt Bluetooth-Anrufe und eine einfache Verbindung für bequeme Telefonate in jeder Situation. Sie hat ein stilvolles, cooles Design mit einer Benutzeroberfläche mit Tap-and-Talk-Funktion. Also ihr könnt die Oberfläche ganz leicht ändern. Ihr könnt hier verschiedene Display-Hintergründe einstellen über einen Schnellzugriff. Für eine perfekte Kombination aus Individualität und natürlich Bequemlichkeit. Sie verfügt über zwei Armbänder, zum einen über ein Lederarmband und über ein Kautschukarmband. Integriert sind 8-gängige Sportmodi und über die App könnt ihr weitere 100 zusätzliche Sportmodi hinzufügen, um eure verschiedenen Sportarten den Anforderungen entsprechend zu erfüllen. Die Uhr hat einen sehr großen HD-Bildschirm von 1,96 Zoll mit einer Auflösung von 410x502. Sie verfügt über eine Herzfrequenzmessung und Sauerstoffmonitor. Die Uhr ist IP68 wasserdicht und kann somit in allen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, ohne dass man Angst haben muss, dass diese bei Nässe kaputt geht. Sobald ihr die Uhr über Bluetooth verbunden habt, könnt ihr eingehende Anrufe oder auch Nachrichten von Instagram, WhatsApp, Facebook oder Twitter empfangen. Der 24/7-Gesundheitstracker ist perfekt, um eure Aktivitäten zu überwachen. Nicht nur die einzelnen Schritte, sondern auch die komplett zurückgelegte Entfernung und auch den Kalorienverbrauch. Sie misst eure Herzfrequenz und den Sauerstoffgehalt im Blut sowie natürlich auch den Schlaf. Die kompletten Daten können über das Mobiltelefon, über die App synchronisiert werden. Ein kurzes Fazit zu dieser Smartwatch. Ja, absolut genial. Ich bin begeistert, wiegt gerade mal 47 Gramm, hat alles drin, was man braucht, ja, um die Gesundheit zum Beispiel zu überwachen. Herzfrequenz, Schlafmonitor, Sitzerinnerung, Trinkerinnerung und. Unzählige Ziffernblätter, die ihr auswählen könnt. Also mit dieser Uhr kannst du wirklich alles machen. Und das bei einem Gewicht von 47 Gramm. Also die ist wirklich richtig leicht. Ich habe ja schon mehrere Smartwatches oder Watches und absolut genial, also ein tolles Leichtgewicht. Fühlt sich mit diesem Lederarmband auch absolut top an, wenn man diese am Arm trägt. Und ja, wenn ihr Sportler seid, ist das natürlich perfekt für euch, denn die Uhr, ihr habt es ja gesehen, Radfahren, Seilspringen, Joggen, Laufen, Walking und. Und ihr könnt noch weitere Funktionen, also Sportfunktionen hinzufügen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr habt zwei verschiedene Armbänder, die ihr einfügen könnt. Also wie ihr das wollt, könnt ihr das alles machen. Also sehr vielseitig. Derzeit gibt es auch einen Rabattcode drauf. Wie lange dieser gültig ist, kann ich euch nicht sagen. Klickt einfach mal rein. Ich habe es euch unten verlinkt, wenn euch das interessiert. Holt euch den Preis ab. Lest euch weitere Details von anderen Käufern durch, beziehungsweise Rezensionen. Lest euch Details zu der Uhr durch, wenn euch das interessiert. Also ihr könnt hier auch mit telefonieren. Ihr könnt mit Nachrichten empfangen, ob das WhatsApp, Facebook oder ist. Genial, absolut genial. Meine klare Empfehlung für diese Uhr. Ja, ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci, dein Zusch.
Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich. Abo und Like nicht vergessen.